Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu Uru. Es geht weiter in unseren kompletten Chroniken hier. Und wir sind ja im Pfad der Muschel sozusagen, oder folgendem Pfad der Muschel. So, wir sind jetzt hier gerade in so, an so einem Art Stauwerk angekommen, aber können da nichts machen. Und hier können wir ja nur runtergehen, also so wie es ausschaut. Das habe ich natürlich jetzt in der letzten Folge gedacht, dass wir jetzt hier auf den Bahnsteig irgendwo kommen, aber... Nee, wir können hier nur runterklettern und sind hier dann wieder, ja, hier oben, eben am Fuße des Ganzen, ne? Ja, wir konnten jetzt uns da mit unserem Waggon hier abkoppeln und da nach oben befördern lassen, aber das hat uns jetzt nicht weitergeholfen. Jetzt ist halt die Frage, können wir mit der Schienenbahn auf die andere Seite kommen irgendwie? Also wie es ausschaut, ja nicht. Wir können da nur vor- und zurückfahren wahrscheinlich. Wir werden es gleich sehen. Wo war jetzt hier die Treppe eigentlich? Hier war doch eine Treppe. Ja, hier ist die Treppe. Die uns ja nicht viel bringt, aber okay. Ne, die bringt uns hier rein gar nichts. Okay, ich werde wieder auf das Gefährt... Warte mal, kann ich hier oben auf dem Grat... Ja, aber es wird mir wahrscheinlich auch nichts bringen. Ob ich auf dem Grat entlang gehen kann, ne? Das ist die Frage. Wobei, wir probieren es mal kurz aus. Aber es würde nichts bringen, ja, weil wir ja da eh irgendwann wieder unterbrochen sind und dann nicht mehr weiterkommen. So mein Annehmen. Gucken, ob wir überhaupt so hoch laufen können. Ja, tatsächlich können wir das. Wir können jetzt hier am Grat entlang laufen oder auf dem Grat entlang. Nee, also ich sehe schon, nee, nee. Da wird man jetzt wahrscheinlich gleich nicht weiterkommen. Das ist dann zu hoch. Na, hier kommen wir nicht mehr hoch. Ja, wie gesagt, da hätte es eh nichts weitergebracht. Aber man muss ja mal alles probieren, was geht, ne? Es könnte ja sein, es könnte irgendwie funktionieren und ja. Zumindest haben wir von hier nochmal einen Ausblick auf dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Stauwerk oder so hier, ne? Also wenn es eins ist, es könnte auch genauso gut irgendwie ein Klärbecken sein oder was. Irgendein Auffangbecken für irgendwelche Flüssigkeiten, ne? Könnte auch sein. So, hier drüben, also ich sehe hier keine Möglichkeit, ohne irgendwie, dass irgendwo eine Weiche wäre, dass wir da mit dem Schienenfahrzeug rüberkommen. Ja, und diese Seitenarme an dem Fahrzeug, weiß ich auch nicht, ob man die irgendwie runterklappen kann. Oder beziehungsweise, ob das irgendwas bringt. Aber das sieht doch aus wie eine Brücke, oder? Ich bin mir nicht sicher. Ich spekuliere hier bloß. Aber Spekulatius schmeckt gut, also von daher. Nee, aber das ist was ganz anderes. Ja, woher kommt es eigentlich? Spekulatius und die Spekulation, ne? Weil das ist ja was völlig anderes. Das andere ist was zum Essen, was zum Knabbern. Und Spekulationen, das ist ja sowas wie Vermutung anstellen und so weiter, ne? So, gut, okay. Jetzt bin ich mir nicht sicher. Wir haben das letzte Mal hier den rechten Hebel gezogen. Wenn wir den nochmal ziehen. Geht das? Irgendwie. Aber der Mauszeiger ist auch gelinde gesagt doof. Okay, das funktioniert nicht. Der Knopf hier, ich weiß nicht. Macht der Knopf nochmal was hier? Nee. Wahrscheinlich fährt er dann erst los, wenn ich dann hier, aber naja. Ich teste jetzt mal hier den Hebel. Okay, der Hebel funktioniert nicht. Dann müssen wir wahrscheinlich hier, das ist der Fahrtrichtungshebel hier. Wollen wir so drehen. Jetzt drücken wir mal den Knopf. Nein, wir fahren nicht los. Meiner Vermutung nach jetzt der Hebel funktionieren, oder? Nö, auch nicht. Dann ist es wieder der, aber da wird man doch wieder zurückfahren an das andere Ende, ne? So, jetzt wird hier wieder, damit sich die Waggons bewegen können, praktisch die Brücke hochgefahren, ne? Ja, also,
schöne Zugfahrt auf jeden Fall. Man kann hier aber jederzeit Salami, die fährt hier absteigen, ne? Ja, also wir werden jetzt wieder am Ende ankommen und das bringt uns halt rein gar nichts. Meint irgendwie anhalten währenddessen können wir glaube ich auch nicht, oder? Ne, das bewirkt nichts. Das bewirkt auch nichts. Okay, jetzt sind wir wieder am Endbahnsteig sozusagen, hier wieder an dem Ende. Vielleicht müssen wir irgendwie den Deckel hier aufkriegen. Weiß es nicht. Tja, was hat uns das Ganze gebracht? Eigentlich gar nichts, ne? Wirklich gar nichts. Ja, und jetzt bin ich schon wieder mit dem Latein am Ende eigentlich, ne? Jetzt ist wieder so ein Moment, ja, wie und was und wo, ne? Ja, und was kann man hier reinlassen? Da muss man doch sicherlich irgendwas reinfüllen oder so. Der Hebel jetzt wird nicht funktionieren, ne? Ne. Tut er nicht. Also ich kann jetzt nur hin und her fahren, wenn ich das will und... Sonst eben gar nichts, ne? Es wird uns jetzt wahrscheinlich auch nichts bringen, wenn wir jetzt einfach hergehen. Wir sind jetzt eigentlich ja nur mit dem Fahrzeug hier weitergekommen, dass wir da oben hoch konnten im Staudamm. Wenn ich jetzt praktisch mich zurückbeam und dann wieder hinbeam, weil ich habe ja da gespeichert an dem Punkt, da habe ich ja das Weltentuch berührt. Ob da oben dann was ist, aber wenn praktisch der Zug gerade nicht da ist, ob das irgendwie was, aber ich denke nicht, dass das irgendwas ausmacht, aber ja. So, also wie gesagt, der eine Hebel hier, der ist inaktiv, da geht gar nichts. Da kann ich nichts ziehen dran, also es sind nur der rechte funktionstüchtig und der Knopf weiß ich halt wirklich nicht, was er tut. Den kann man drücken und da tut sich nichts. Und das wird dann, das scheint halt der Stadthebel sein, ne? Ja, das ist der Fahrtstadthebel und der Knopf hier, der bewirkt halt gar nichts hier. So, den Fahrtregel, Richtungswechsel kann man nicht betätigen jetzt währenddessen. Ja, auf freier Strecke kann man auch nicht irgendwie... Ah doch, man kann auf freier Strecke anhalten. Ah. Ja, aber bringt uns das jetzt irgendwie was? Ne, der Hebel lässt sich nicht betätigen. Vielleicht müssen wir noch ein Stück fahren, dass man irgendwie vielleicht diese Flügel ausfahren kann. Bin mir absolut nicht sicher. Ich kann aber so schnell wahrscheinlich nicht nochmal abstoppen hier. Geht's ja nicht. Ja, sehr verzögert. Toll, da sind wir schon lange vorbei jetzt. Ja, ich weiß es halt wirklich nicht, ne? So, und gleich wieder Stopp. Zu weit. Ja, wie gesagt, ich komme nicht dahin. Also ich hätte jetzt hier praktisch gerade direkt hier und das hat nicht funktioniert. Gut, was will ich damit erreichen, dass ich vielleicht auf der Schiene dann entlang laufen kann, ne? Ja, wie ist es? Funktioniert hier nicht.
meine, wenn ihr da eine Idee zu habt, könnt ihr mir die natürlich gerne zukommen lassen. Und bloß weiß ich noch nicht, ob ich die umsetzen kann wieder dann. Weil ich bin ja, wie gesagt, wie ich schon mal erwähnt habe, wieder an einer Aufnahmesession jetzt gerade. Und ja. Oben war ja die Gangway praktisch kaputt. Deswegen sind wir da ja nicht weitergekommen. Also wahrscheinlich müssen wir irgendwie versuchen, auf die andere Seite rüber zu kommen. Oder so der Plan. Ja, und jetzt seht ihr mal genau das, was ich meine. Jetzt hänge ich hier an dem Punkt fest. Und jetzt sieht es so fast so aus, dass ich jetzt in der Folge auch nichts anderes mehr mache. Ne? Wenn ich will jetzt nochmal hier hochfahren, ob mir das was bringt. Gut, was jetzt zeigen können, das habe ich jetzt nicht kontrolliert, wenn der Zug jetzt praktisch hier ist. Ob da hinten, wo wir den geholt haben, ob da sich was verändert hat. Moment mal, da. Warte mal, da habe ich gerade was gesehen. Da war eine Leiter, habe ich gesehen, aber das war unter dem Wagen hier. Hier. Hier drunten, aber da unten waren wir ja. Da sind wir ja nicht weitergekommen. Oh je, das ist jetzt eine totale Spekulation. Also ich vermute, wir müssen den Zug wegfahren lassen, uns dann wieder zum Rildo zurückbeamen und dann wieder hier reinbeamen. Und dann können wir vielleicht da unten die Leiter runtersteigen. Das ist jetzt so die Art, wo ich denke. Weil da war eine Leiter, die habe ich gesehen. Warte mal, nee, ich komme. Ja. Gut, aber ich war jetzt gerade zu langsam, aber mein Plan war jetzt gerade nochmal zurückzulaufen. Aber warte mal, während das hier jetzt das ja schon macht, kann ich mich ja eigentlich schon mal. Oder? Nee, ich komme jetzt hier. Doch, ich komme. Ich kann mich ja schon mal wieder zurück zum Rildo beamen lassen hier. Das muss ja irgendwie so gehen, ne? So, zack. Dann nehmen wir wieder das. Das ist ja immer das letzte Tuch, was berührt worden ist hier. Da beamen wir sich ja dann wieder rein in die Welt. So, jawohl, jetzt sind wir hier. Ohne Zug, ja. Ach gut, das hat einen Haken. Genau, jetzt ist hier nicht die Tür zu. Ja. Nee, also das ist es nicht. Aber jetzt können wir trotzdem mal gucken, ob sich jetzt irgendwas geändert hat, wenn der Zug nicht da ist. Gut, hier wahrscheinlich ja nicht, ne? Das ist immer noch kaputt. Ja, jetzt ist es auch wieder so ein Moment, wo ich dann irgendwann hektisch werde. Ne? Das ist, wenn ich dann nicht weiterkomme und dann werde ich wahrscheinlich dadurch immer hektisch. Und gut, aber vielleicht ist es auch generell, wirkt so immer wieder. Ne? Ja, aber es ist, ich will es halt mal so sagen, es ist tatsächlich so ein Punkt, wo mich dann auch hektisch werden lassen. Wenn ich dann nicht mehr weiterkomme, dann laufe ich nämlich rum und dann, ja, dann ist mir alles egal sozusagen und. Ah, okay, jetzt, aha, das war nicht vorher zu, jetzt wo der Wagen, aha, anscheinend sperrt er das. Sind das hier Knöpfe? Wahrscheinlich. Hier ist noch eine Leiter. Ach, soll ich das mal betätigen? Ah.
Gott sprach, es werde Licht und er fand den Schalter sozusagen. Perfekt, kann man es wieder ausschalten? Könnte man ja, wir lassen es mal. So, hier leuchtet es. Es ist anscheinend nur eine Anzeige. Okay, alles klar. Ja, wir haben jetzt sozusagen irgendwie den Generator aktiviert, ne? Jetzt ist es natürlich interessant, oder es wäre für mich interessant, ob wir jetzt da oben irgendwas noch ausgelöst haben. Ob sich da etwas dreht, da oben oder so. Aber auf jeden Fall haben wir hier irgendwas zum Leben erweckt. Okay, hier ist jetzt nichts. Wo es sich irgendwie dreht, ne? Ich meine, das sind auch schöne Momente, wenn man tatsächlich wieder mal selber was erreicht hat, ne? Das muss ich schon eingestehen. Und naja. Ja, beim Let's Play ist man halt auch immer so ein bisschen, man kann ja niemanden fragen so richtig. Aber, ja gut, nur wenn man dann eine Folgenpause macht und derzeit halt fragt. Bei mir ist halt noch das Problem, ich habe halt nicht so viele Leute, die hier jetzt tatsächlich am Video live gucken. Also habe ich halt das Problem, dass ich nicht warten kann eigentlich, wenn ich jetzt mal irgendwo nicht weiterkomme, ne? Oh je, da ist ein langer Gang hier. Aber es ist interessant, ich habe gedacht, es hier wäre ein Schacht, wo irgendwas runterfliegt dann. Aber das ist hier einfach ein Rohr, wo hier was durchlaufen kann dann oder so. Oder ist das einfach nur ein Gang für Menschen, ja. Ein Versorgungstunnel. So. Hat man es hier nochmal einen Schalter? Ja, hier ist noch ein Schalter. Den Marmor betätigen. Also es scheint, dass wir jetzt vielleicht in der anderen Station sind, drüben auf der anderen Seite. Da müsst ihr ja auch. Ah ja, das ganze spiegelbildlich, da ist auch eine Leiter. Okay, perfekt. Ja, es freut mich tatsächlich, dass ich jetzt hier weitergekommen bin. Ja, ich war schon wieder an dem Punkt. Ja, wir sind hier erstmal fertig, vielleicht kommen wir das später nochmal, aber ja, das hätte jetzt in dem Punkt nichts geholfen. So, hier ist auch so ein Andockpunkt, aber da gibt es noch nicht mal einen Knopf zum Rufen von irgendeinem Fahrzeug. Ich meine, es gibt ja auch kein Fahrzeug, da wird auch nie wieder eins kommen wahrscheinlich, weil ja die Schiene eingestürzt ist. So, aber was können wir jetzt hier machen? Hier müssen es doch jetzt weitergehen. Ah, okay. Hier ist auf jeden Fall die Gangway noch intakt. Das ist hier ein ekliges Wasser hier. Könnte man echt schon vermuten, dass hier ist eine Klärwerk hier oder so. Oder, naja. Das Wasser sieht schöner aus. Okay, hier ist das Kaputte hier. Ja, sehr witzige Leitungsverlegung hier. Und dann gehen wir mal hier rein. Was hätten wir denn hier Schönes? Aha, ein Getriebe. Hier muss ich wieder irgendwas drehen. Hätte ich jetzt schon fast gesagt, es sieht eher aus wie so ein Mahlwerk oder was hier, dass wir da, weil da so große Steine sind. Ja, ein Planetengetriebe ist es aber nicht, ne? Nee. Scherz. Ah, hier ist noch ein Tuch. Das aktivieren wir jetzt. Ja, hier ist es jetzt anders wie sonst. Hier sind keine solche Finger oder sonst was. Oder das ist das Symbol nur so halb aktiviert. Also ich vermute natürlich, es gibt ja auch wieder 7 Stück. Aber das ist wirklich nur eine Vermutung. So, warte mal. Das ist, hier geht's nach. Oh, warte mal. Hier ist noch ein Schalter, den wir schließen können. Da wendet sich immer ab, wenn hier die Funken kommen. Ah, wir haben das Gerät aktiviert.
Ja, das bewegt sich sehr behäbig langsam. Moment. Hier gibt's so viele Treppenaufgänge. Geh mal hier auf. Okay, hier ist ein. Ist das hier ein Raumschiff? Nee, es ist die Anlage. Es ist so geil, futuristisch hier. Ich feiere das tatsächlich. Das ist wie ein Kontrollraum hier. Warte mal, hier sind. Hä? Das sieht aus wie so Lochkarten irgendwie hier. Und so Lampen hier. Hier ist ein Stuhl. Können wir uns davor setzen? Wir können hier. Wir können hier nichts machen. Ah, doch. Was ist das? Ach, das ist das drehende Ding hier. Toll. Jetzt sind hier irgendwie Symbole gekommen. 1, 2 und 3 hier. Und 4. Bitte was? Hier dreht sich was. Ach komm, ich mach's einfach mal, was passiert. Halt. Da ist noch was. Was kann ich damit machen? Hier kann ich was Rotes aktivieren. Ach, da kann ich das anhalten. Ich weiß halt nicht, was ich damit mache. Ich denke, wir lassen das erstmal. Kann man da noch steuern? Ja, nix. Okay, hier kann man nichts steuern. Ne, warte mal. Hier sind zwei gelb. Vielleicht müssen wir die zwei auch noch gelb bekommen. Und hier sind ja hier Leitungen. Komme ich noch weiter rüber? Nee. Also die Leitung verfolge ich mal hier unten. Die geht hier hin. Warte mal, welcher ist das jetzt hier? Was hatte ich vorhin? Ich hatte den dritten, glaube ich, hier. Welcher ist denn dann? Das ist es, der vierte. Ich teste es einfach mal. Nee, das ist der erste. Okay, da oben. Den will ich nicht. Ich möchte den hier unten haben. Hallo, dreh dich wieder. Nehme ich mal den. Ist auch der falsche. Nehme mal den. Ja, das ist der. Ja, mal gucken, ob das jetzt was bewirkt hat. Nee, das ist immer noch nicht gelb. Welcher war das jetzt? Der? Hä? Nein, ich wollte nicht aufstehen. Ah nee, ich kann hier auch was manipulieren. Okay. Aha. Also ich mache jetzt mal wirklich, dass alle hier einen gelben Punkt haben. Das ist jetzt tatsächlich wieder rumspielen, ne? Weil ich weiß ja nicht. Ich habe jetzt hier keine Schematik gesehen oder so. Die mir jetzt sagt, ja, was ich hier tun muss. Was der hier? Das mit dem roten Punkt. Das geht auch nicht irgendwie. Oder haben wir überall jetzt einen roten Punkt drin? Ich bin mir gar nicht sicher.
Jetzt gucken wir mal wieder hier auf die Seite. Gehen wir da noch was machen. Ja, ne, das rotiert sich. Das haben wir aktiviert. Können wir hier noch was tun? Ne, das sind auch keine Tasten. Ja. Okay, gut. Wir verlassen mal den Stuhl hier. Was gibt's hier noch? Ah, hier haben wir auch nochmal das gleiche. Ne, was heißt gleiche? Nicht, aber da haben wir ein ähnliches Schaubild. Warum ist das hier so ausgegraut auf der Seite? Ah, interessant, hier blinkt's wild. Es erinnert mich so ein bisschen wie bei Enterprise hier diese Schalltafeln. So am, also die ganz alte Enterprise. Da gab es auch so komische Computertafeln. Ich gehe mal hier oben die Treppe hoch. Ja, vielleicht habe ich ja sogar richtig vermutet, das hier ist ein Klärwerk. Ah ja, das sind hier diese Mischanlagen. Ja, ich habe halt noch keinen Anhaltspunkt, was ich damit machen soll. Oder muss, ne? Habe jetzt zwar ein bisschen an der Kontrolltafel rumgespielt und so weiter. Und naja. So, hier scheint's. Ah ne, das wird wahrscheinlich der Einlauf sein, ne? Ja, ich habe jetzt erst gesagt, das ist vielleicht hier, wo wir dann reinlaufen können, Robert. Aber es, hier ist es auch wieder kaputt. Ja, ganz toll. Was? Warum ist hier alles kaputt? Wer hat es kaputt gemacht? Wer hat es kaputt gemacht? Gut, vielleicht müssen wir hier doch tatsächlich durchlaufen. Ne, aber da müsste es ja dann irgendwo noch einen Gang geben, wo es weitergehen kann. Weil, warte mal. Ja, hier ist es nicht so hoch, das Wasser, wie da drüben. Ja, wir kommen halt hier gar nicht hin, da drüben, ne? Aber wir hatten ja noch mehr Gänge, die es zu erkunden gibt. Ja, aber ich würde an der Stelle mal hier dann auch wieder einen Cut machen. Und beim nächsten Mal erkunden wir einfach die überschüssigen Gänge, würde ich sagen. Ja, ich sage wieder vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch ein Like, einen Kommentar da. Ich würde mich auf jeden Fall freuen. Tschüss, sagt euer Lego.